Deshalb verlierst du ja mit Aktien wie PayPal, Facebook oder Meta, Amazon einfach Geld. Viele, viele Leute kaufen bewährte Aktien und wir haben es in den letzten Monaten gesehen, dass viele Leute bei den Tech-Aktien zugegriffen haben. Und es gibt generell viele Aktien, wo Unternehmen hinterstecken, wo Leute quasi der Meinung sind, hey, da kann nichts passieren. Ja? Ach, das ist doch Apple. Apple ist doch so ein etabliertes Unternehmen. Ja, die sind so lange schon am Markt, so eine tolle Marke. Und außerdem mag ich das Unternehmen auch so gut. Und verstehen tue ich das sowieso, weil ich schon ein paar Produkte habe. Und viele Leute gehen da so ein bisschen, ja, emotional, gefühlsmäßig ran und merken jetzt, dass sie teilweise halt mit etablierten Unternehmen, wie beispielsweise PayPal, im Minus stehen. Ja, und das nicht nur 5%, 10%, sondern teilweise unnötige 40, 50, 60%. Und das kannst du wirklich vermeiden. Und in diesem Video werde ich dir drei Punkte mitgeben, wie du das Ganze vermeiden kannst, dass du generell Verluste machst oder unnötige Verluste machst am Aktienmarkt. Also Verluste teilweise als langfristiger Investor, die musst du auch durchhalten können. Aber es gibt immer noch den Unterschied zwischen, ja, Verluste, die jetzt wirklich dazugehören, und Verluste, die einfach nur unnötig sind und die du durch diese drei Punkte, die ich dir jetzt mitgebe, die du absolut vermeiden kannst und meiner Meinung nach auch vermeiden musst, wenn du es wirklich ernst meinst am Aktienmarkt. Punkt Nummer eins ist, dass du dich nicht verlieben darfst in eine Aktie, dass du halt nicht in diesen Modus reingehst, dass wenn du dir die Aktie anschaust oder tendenziell über ein Investment nachdenkst, dass du das Rationale quasi außen vor lässt und so total rangehst, so ja, PayPal, das ist doch ein tolles Unternehmen, ja, die Kunden vertrauen dem Unternehmen. Und als es zum Beispiel bei 250 oder 300 US-Dollar stand, haben viele Leute gekauft. Aber sie haben absolut nicht Zahlen, Daten, Fakten basiert diese Entscheidung getroffen, sondern nach dem Motto, ja, die haben so ein gutes Wachstum irgendwie und irgendwo glaube ich auch nicht, dass die Aktie nochmal so stark korrigiert, wie sie jetzt korrigiert ist, und Leute haben einfach auf den Kaufen-Button geklickt, weil sie halt einfach diese rosarote Brille anhaben und quasi nicht unterscheiden zwischen dem Unternehmen und dem Preis des Unternehmens. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und deswegen musst du immer eine skeptische Art und Weise haben, wenn du Aktien analysierst, auch wenn es ein super gutes Unternehmen ist oder wenn du ein absoluter Fan bist. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe Apple-Produkte, du bist der größte Fan, musst du trotzdem auch, ja, skeptisch sein und das Ganze vielleicht auch mal umdrehen und dich halt fragen, was könnte denn gegen ein Investment in das Unternehmen sprechen? Was sind die potenziellen Risiken? Gibt es nicht vielleicht bessere Investments als dieses? Ja? Und dann bewegst du dich quasi in die rationale Schiene und du wirst viel, viel mehr erkennen, ja, viel, viel mehr Schwachstellen erkennen an einem Unternehmen und wirst dann halt nicht diese Entscheidung einfach aufgrund von, ja, so einem, ja, Gefühl treffen, ja, weil Gefühle führen an der Börse langfristig immer wieder zu Verlusten. Dann Punkt Nummer zwei ist, du musst unbedingt auf die Bewertung eines Unternehmens achten. Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass Leute, ja, mit diesen Tech-Aktien jetzt massiv im Minus sind. Die sind absolut selber schuld, weil wer bei diesen hohen Bewertungen eingekauft hat, der hat entweder kein Wissen zum Thema Bewertung oder hat die Aktien gar nicht bewertet. Das heißt, er hat sich nicht die Mühe gemacht, mal die Kennzahlen anzuschauen. Weil es war offensichtlich, dass zum Beispiel PayPal viel zu hoch bewertet war. Historisch gesehen war PayPal, ja, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo sie bei 300 US-Dollar standen, noch nie so teuer wie in diesem Moment. Und trotzdem gibt es Leute, ja, die sagen, oh ja, das ist ein gutes Investment, da steige ich jetzt ein. Und die wundern sich jetzt, dass sie damit stark im Minus sind. Das heißt, du musst unbedingt lernen, wie du eine Aktienanalyse machst und dabei halt auch Unternehmen, ja, die Qualität des Unternehmens von dem Preis, den du dafür zahlst, unterscheiden. Weil nur weil etwas gut ist, nur weil etwas ein gutes Wachstum hat für die Zukunft, ja, vielleicht auch keine Schulden hat, so wie PayPal, ja, heißt es nicht, dass du da um jeden Preis einsteigen kannst. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ja, wenn du einen qualitativ geilen Urlaub hast, den du auch schon mal gemacht hast, wo du weißt, Hotel ist geil, die Leute sind super cool, Wetter ist top, ja, dann würdest du dafür vielleicht 2.000 Euro ausgeben. Wenn ich jetzt aber sage, dasselbe kostet 20.000, dann ist der Urlaub immer noch geil, ist immer noch alles gut, du bist immer noch zufrieden. Aber der Preis ist einfach zu viel und du würdest dich dann halt gegen diesen Urlaub entscheiden. Und so musst du auch bei den Aktien rangehen. Der Preis ist am Ende das, was zählt. Damit fällt und steht alles. Wenn du nicht in der Lage bist, eine Aktie vernünftig zu bewerten, zu sehen, wo die Aktie auch fair bewertet ist, dann bist du verloren. Dann wirst du immer wieder irgendwelche Entscheidungen treffen, ja, von irgendwelchen Sachen, die eben nicht auf Zahlen, Daten, Fakten basieren. Und dann wird dir sowas wieder passieren. Und es ist einfach unnötig. Es ist absolut unnötig, dass du solche Verluste machst. Du wirst Verluste zeitweise an der Börse machen, aber sowas kannst du absolut vermeiden, wenn du zumindest schon mal diese zwei Punkte beachtest. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und das sind eben
fehlende Prozesse. Du brauchst definitiv Prozesse beim Investieren, dass dir sowas nicht passiert, dass du systematisch deine Emotionen rauslässt aus der Entscheidung, weil wir Menschen sind alle emotional. Und ganz ehrlich, ich bin auch kein Eisklotz. So, wenn mein Portfolio sich jetzt halbieren würde, dann würde ich jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, oh, das interessiert mich jetzt gar nicht, sondern dann würde auch emotional natürlich etwas in mir passieren. Aber ich habe Prozesse, dass ich keine emotionale Handlung treffe, egal was passiert. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du in deinem Investitions- oder in deiner Investitionsroutine, dass du da einen ganz klaren Ablauf hast. Wann machst du was? Wann kontrollierst du eine Aktie? Ja, was kontrollierst du da? Wann gehst du systematisch auch mal aus einer Aktie raus? Wann steigst du wirklich ein? Nach welchen Regeln steigst du ein? Weil nur weil ein Unternehmen gut ist, wie gesagt, heißt es nicht, dass du es kaufen solltest. Aber wenn du da ganz klare Prozesse hast, dann ist es super, super unwahrscheinlich, dass du auf regelmäßiger Basis immer wieder Aktien zu teuer einkaufst, weil du ja ganz klar eigene Berechnungen machst, in diesen Prozessen dann auch erst Aktien kaufst, wenn diese Kurse erreicht sind. Ja, zum Beispiel die Teilnehmer in meinem Coaching, die haben dann ganz klare Struktur und sehen dann ganz klar in den bereits analysierten Aktien, wann der Preis passt und steigen dann systematisch ein. Und dann hast du auch eine ganz andere Sicherheit, weil du eben weißt, was du tust und du musst dich halt nicht immer wieder an andere Investoren halten, gucken, was machen die denn, steigen die ein, was haben die für eine Meinung. Ist im Endeffekt völlig egal, was die für eine Meinung haben. Du triffst am Ende die Entscheidung. Das ist ja dein Leben, deine Entscheidung, dein Aktienportfolio. Niemand weiß, welche Aktien du hast, wenn er dich nicht kennt. Und deswegen darfst du auch die Entscheidung nicht abhängig machen von irgendwelchen Leuten, sondern du musst dir selber das Wissen aneignen, Prozesse haben, diese Prozesse einhalten und dann auch immer wieder besser darin werden. Und dann ist eigentlich der Platz für Emotionen, der Platz für emotionale Entscheidungen, der ist so gering, dass diese Emotionen einfach fast keine Gewichtung mehr haben. Ja, und du dann quasi super gute Entscheidungen triffst, rational, vernünftig, erwachsen und nicht irgendwie einfach nur, weil das Unternehmen sich gut anhört. Wenn du diese drei Punkte wirklich beachtest und da auch mal tiefer reingehst, dann wirst du merken, wirst du viel, viel Geld dir ersparen, was du jetzt zum Beispiel verloren hast mit diesen Aktien, weil es einfach unnötig ist. Ja. Und du kannst natürlich auch die Chancen viel besser nutzen, wenn du Aktien dann auch kaufst, wenn sie gut bewertet sind. Wer jetzt bei PayPal eingestiegen ist vor ein paar Wochen, der hat einen super Kurs erwischt. Ja, das ist doch mega geil. Der ist ja nicht bei 300 US-Dollar eingestiegen, sondern zum Beispiel bei 70 US-Dollar oder 75. Ja, das ist ein massiver Unterschied, was die Renditeerwartung auch angeht. Und wenn du mal wissen willst, wie du diese drei Punkte wirklich systematisch und auch relativ zügig bei dir implementieren kannst, dann buche dir jetzt gerne deinen kostenlosen Aktien-Check-Up-Call, Börsen-Check-Up-Call. Das heißt, wir analysieren gemeinsam mit dir deine Situation an der Börse, gucken, wo deine Schwachstellen sind und dann gebe ich dir die nötigen Impulse mit und zeige dir auch, wie du das für dich umsetzen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse gerne ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Maxim.